Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Radio Kastriert Let's Play zu Hearthstone. Diesmal packen wir wieder Päckchen aus. Der Florian Jawohl. Ist mit dabei. Servus. Und wir sind im Account von Florian und der hat mal ordentlich investiert und 20 ist das Gadgetsan, sehe ich, ne? So ist das. 20 Kartenpäckchen Gadgetsan. Ich glaube, es heißt eigentlich Gadgetsan. Gadgetsan. Versuchen wir es mal. Okay. So. Ja. Boah, halt groß lang drauf gedrückt auf die Karte. Ja. Damit wir schon ein bisschen mitfiebern können. Ah, ist leider nichts nochmal. Das nächste habe ich schon. Kennt man schon. Boah, da haben wir jetzt aber eine Menge von 40 Packs, wenn man die in der Reihenfolge oder. Das sind tatsächlich Karten, die ich mal im jetzigen Deck schon drin habe. Oh, blau. Verleiht einem befreundeten Wildtier 2/2, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Das gefällt mir. Alles, ja, Magier und Druide, das sind die beiden Decks, die ich am liebsten spiele. Das ist doch schon mal was. Hotzen. Das ist der Räuber Hotzen. Ja, der Hotzenheiler. Was heißt also, der? Das ist Hotzen. Also. Vielleicht wie war das? Mörlek Hotzen? Ja, vielleicht heißt er auch, könnte auch einfach ein Hosenheiler sein. Ein Hosenheiler? Ja, okay. Mal ein Loch in der Hose. Ja. Ah, okay. Das ist schon mal ganz in Ordnung gewesen, aber ist das ist natürlich. Der Kollege hat ja vorgelegt und ich brauche bestimmt eine Decke. Mindestens eine. Ich hoffe einfach, dass du da zumindest eine drin hast. Ja, das ist sehr nett. Zieht eine Haltbarkeit von der Waffe eures Gegners ab. Ja, gut. Aber das ist so eine Sache. Kannst du mir gleich HKLTV freischalten? Hast du dein Passwort falsch eingegeben? Hä? HKL, hattest du noch kein HKLTV? Doch, ich hab keinen zweiten, der freigibt. Ja, sicher. Tu in unser Fach. Oder leg dahin, leg einfach auf den Haufen hier. Ja, das passt. Da muss ich gleich sowieso freigeben. Kriegen wir hin. Danke. Jo, klar. Ich kann dir auch mein Konto geben, wenn du gar nicht passt. Alles klar. Einfach Konto nochmal geben. So, kommen wir wieder zu den wichtigen Dingen des Lebens. Wo waren wir stehen geblieben? Dumme Witze. Toxischer Klärschlamm übrigens. Eine tolle Karte eigentlich, so rein vom Namen her. Stellt bei eurem Helm. Ah, guck mal, die Karte ist schon gar nicht schlecht. Ja. Den habe ich auch schon mal. Ja gut, aber ne, unterschätzt den nicht, wenn du da irgendwie am Spotten bist und der Gegner kriegt ihn nicht platt. Das ist gar nicht so verkehrt. Nee, du musst drauf gedrückt halten. Ich mach das nicht. Nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat, wird dieser in ein Schaf verwandelt. Wiederum eine Karte, die ich noch nicht hatte. Gefällt mir. Oh nein. Stellt bei beiden Helden 4 Leben wieder her. Ja, hast du schon. Hast du letztens gebracht, diese Scheiße. Ja, ja. Ruft an Jade und verleiht ihm schon. Oh, der gefällt mir. Und den habe ich aber, glaube ich, auch schon. Ja. Aber es ist Jade-Spiel. Jade! Zack! Ich hab gelbes Licht gesehen, ne? Dieses fucking Karten öffnen. Und links. Ich hatte meine legendären waren bis jetzt alle unten Kampf links. Verleiht eure Waffe plus einen Angriff. Ohne Scheiß, alle unten links. Ja, aber das ist, wenn du ohne Waffe spielst, bringt ihr schon mal gar nichts. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand 2 Kriegerkarte. Ah. Wollen wir wetten, wenn du eine legendäre hast? Guck mal, noch ein Jahr da heute. So ist er. Also kriegst du zumindest ein bisschen Arkanenstaub. Ja, guck mal, da ist die seltene. Selten! Spottkampf. Oh, das ist eine starke Karte. Vielleicht benachbarten Diener und Gottesschild. Der ist gut. Das ist eine gute Karte, kann man nicht anders sagen. Golden und selten! Verleiht einem befreundeten Wildtier 2/2 in Gold. Das könnte Kohle geben, wenn man die entzaubert. Was gibt das? Und ist eine seltene Gold? Ja, ich glaube schon. Das ist in Ordnung. 200 Zwei? Weiß ich nicht. Ich glaube so viel, aber das ist gut. Das ist gut. Ja, vielen Dank. Ey, wo gehst du? Pommes. Ey, wo gehst du? Wo gehst du? So. Mal die Tür zu da. Komm mal dazu, das ist spannend. Das ist spannend. Okay. Spannender als Curling. So, was haben wir hier? Stellt 2 Leben wieder her. Ja, komm. Entdeckt einen Diener mit Sport. Oh, das ist gut eigentlich, aber das ist halt wieder. Aber die Karte, wenn die Situation das gerade erfordert, mal eben eine Sportkarte finden, ist gar nicht schlecht. Aber. Für 1 Geld. Naja, für 1 Geld. Wenn dieser Diener Schaden verursacht, erhaltet ihr jedes Mal ebenso viel Rüstung. Macht wahrscheinlich auch nur Sinn, wenn du den Schaden von dem Viech da hochpumpst irgendwie. Was? Kiezerstatter. Den haben wir doch schon. Oh. Für meinen Zauberanlauf. Oh. Das ist auch relativ. Vernichtet einen Diener und einen eurer Mann. Das ist also bis jetzt bin ich noch nicht so überzeugt. Nach 4 Päckchen von 40. 10%. Das ist aber so schnell im Kopf, ne? Ich bin begeistert.
Und links sind wenn dann die. Da hatte ich bis jetzt alle Legendäre. Ruft ein Jadi-Bohnen herbei oder mischt drei Kopien dieser Karte in euer Deck. Mein Gott, wie oft habe ich diese Karte? Jadi, du liest du da durch? Ich wollte gerade fragen. Mann. Ja, so. Sind wir dir verkehrt? Gar nichts. Okay. Hosenheiler. Hatten wir schon, glaube ich. Abyssal-Vollstrecker. Boah, den finde ich nicht so prall. Der ist zu teuer. Fügt allen anderen Charakteren drei Schaden zu. Wenn du nichts auf dem Platz hast? Boah. Ja, nun. Das ist zumindest kriegt auch der gegnerische Held einen ab, ne? Mhm. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, aber der ist mit 7 Mana ist ja mit zu teuer. Ja, voll stark. Ja, kommt der hier wieder. Ja, leider das wieder. Das ist alles. Ach, habe ich doch alles schon. Das ist auch hier. Neues. Das ist es. Ja, hier. Ich sag dir. Was und, kommt denn da? Rechts und. Nein. Das ist eine epische. Zumindest eine epische. Aber ich kann nicht mehr. Er hält jedes Mal Verstohlenheit, wenn er einen Dieb angreift und vernichtet. Das ist natürlich echt abgefahren. Das ist eine abgefahrene Karte. Dann ist er jedes Mal wieder verstohlen. So ist das. Hätte jedes Mal, wenn er einen Diener angreift und vernichtet. Ja gut, mit 5. So, aber es ist Schurke. Den stelle ich mir auch extrem geil vor mit dem Priester. Er hält Verstohlenheit und Spott. Nee, aber mein Priester, stell dir mal vor, mein Priester. Mhm. Du machst einen platt, der kriegt Verstohlenheit und du heilst den direkt wieder. Na, das wäre geil. Aber wahrscheinlich deswegen haben sie es nicht beim Priester verortet, sondern beim Schurk. Meinst du? Der Schurk. Na komm, nehmen wir die hier. Was haben wir da? Verleiht allen Dienern auf eurer Hand. Ja gut, haben wir schon. Na, das ist für ein Murloc-Deck ist das geil. Ja, braucht kein Mensch. What? Da sind sie wieder. Die sind zu schnell platt. Machst du einmal Kampf hier, Kralle oder Biss oder wie das heißt. Einer 4, alle anderen 1 sind alle weg. Das ist, ne. Was haben wir hier? Ah, hab ich schon. Also eine Karte, die mir bis jetzt im Gedächtnis geblieben ist, auf 6 Decks, das ist irgendwie... Was haben wir denn noch? Zieht an, ach, das braucht er. Ruft an die an, ja, und ist okay, aber dann habe ich doch schon. Wenn das wenigstens eine seltene wäre, ne? Das ist ja nur so, wie heißt die? Ich weiß es nicht. Ordinäre Karte. Lotus-Agent habe ich leider auch schon. Ist eine gute Karte. Ist eine sehr gute Karte. Ich finde generell alle Karten, die irgendwas entdecken, ziemlich stark. Ja. Weil die können ja in jeder Spielsituation echt weiterhelfen. Entdeckt Skill. So zum Beispiel, ja. Für entdeckt Spiel oder sowas. Verursacht 4 Schaden, ruft ein Jadegur noch herbei. Die ja, ist fein. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Die habe ich nicht. Ja, guck mal. Aber Jadeschamane? Den habe ich schon. Jadeschamane gibt's auch. Ja, ich weiß, aber Jadesruide ist, glaube ich, gängiger, oder? Ich weiß es nicht. Es gibt ja auch Jadeschurke. Ja, die sind auf jeden Fall schön. Boah. Ja, nun. So, was haben wir hier? Komm schon. Roter Mana Worm. 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 Jedes Mal. Ja, gut. Komm. Ja, das Schuriken. Das ist aber hier gerade jahrelastig. Ja, das ist halt, ne? Gajaison. Hat plus 2 ungefähr. Das ist alles nichts, was ich brauche. Das ist doch scheiße. Verstohlenheit. Schurke. Na gut. Also, ich würde ja gerne mal irgendwas sehen. Was ich noch nicht habe. Ist eine gute Karte. Habe ich auch schon. Das ist doch nichts. Ich muss jetzt mal irgendwie was her. Was meinst du? Unten links. Oder auch nicht, ne? Ne, voll nicht. Ich muss das jetzt beschleunigen. Das ist. Ja, mal. Oh, episch. Ja, episch und fügt einen verletzten Diener und 3 Schaden zu, oder? Nett, aber Krieger. Nicht mein Deck. Ja. Nicht mein Deck, verleiht meinem befreundeten Diener plus 3 Leben. Die finde ich gar nicht schlecht. Habe ich aber schon. Ah. Ach Gott. Das braucht doch keinen. Kampfschalter hält Ansturm. Ja, habe ich auch schon. Ist eine gute Karte. Kriegst du den Spot auf direkt kaputt. Aber. Ja, zumindest der Schildmeister, der ist damit direkt platt. So ist das. Ja, ja. Und mit. Nee, ich bin nicht so bei unten links, muss ich sagen. Ja, aber da kamen bis jetzt alle legendären Karten. Das kann einfach nicht. Vielleicht irgendwie am Ende. Ja. Den habe ich mir gecraftet. Den habe ich mir nicht gecraftet, aber den habe ich, glaube ich, trotzdem schon. Hinterhofstrahl auch manchmal, Leute. Ruf einen Ogre herbei. Ja. Also, wenn da wenigstens Karten wären, die einem irgendwie bringen würden. Die Karte ist in Ordnung. Die ist in Ordnung, die habe ich aber schon. Und jede Karte, die hier was kann, habe ich schon. Wenn allerdings teure wären, ne? Dass du dafür ein bisschen Staub kriegst, aber.
in den Staub abschauen. Ach, das ist doch. Ganz ehrlich, ne, wenn du mal in den Herstellen-Modus gehst und dann mal guckst, wie viele Karten es da noch gibt, die du nicht hast. Ja. Und wenn du dann sowas hier siehst, dann macht einen das schon ein bisschen schlechter. Da ist er da. Das ist Pfandleier. Verleiht einer zufälligen Waffe. Ja, nun. Da guck mal, übrigens zwei Leute. Verwandelt alle feindlichen Diener in Diener, die einen Wingel erforschen. Die Evolution habe ich schon. Evolution gibt es ja übrigens auch in einem anderen Kartenpaket, mit dem Gadgetsamen. Okay. Heißt, Devolution ist deine feindlichen Gegner sind ein weniger wert. Ja. Evolution heißt, deine werden in einen verwandelt, der ein Mana mehr kostet. Das ist auch krass, ne? Wenn man einen zufälligen verwandelt, da kann halt auch echt alles passieren. Ich habe letztens eine Karte ausgespielt. Richtig, ich weiß gar nicht mehr. Was war die denn? Ja, die hatte auf jeden Fall als Fähigkeit, alle eure Karten kosten 5 Mana. Mhm. Das war ganz schön scheiß. Ja, und dann hast du einen Irrwisch gespielt. Ja, so ungefähr. Ja, das ging echt so in die Richtung. Ich hatte 6 Karten oder so auf der Hand und exakt eine davon ist günstiger geworden. Eine blieb gleich teuer und die anderen waren deutlich teurer. Das war nicht cool und ich habe die nicht kaputt gekriegt. Ja. Das war nicht cool. Zauberscham plus 1. Na Mensch. Nochmal. Vernichtet einen Diener und einen eurer 8. Wenn dieser Diener Schaden fährt, dann hab ich doch schon, Mensch. Eine epische. Bis jetzt bist du aber episch schon gut unterwegs. Ich verletzten Diener und 3 Schaden. Ja, aber die hast du jetzt zweimal. Mhm. Die epische. Die ich beide nicht brauche. Viel Spaß. Ich bin ein bisschen staub. Eine epische. Mein Gott. Ja, das läuft. Aha. Nachdem dieser Diener einen Heldenangriff nimmt, wird er in einen zufälligen Diener verwandelt, der 6 kostet. Gar nicht so schlecht. Okay. Kann man mal halt mit anfangen, ne? Ja, wäre nicht schlecht, wenn... Kostet 4, greift einen Helden an, verursacht Schaden und wird in einen teureren Diener verwandelt. Das ist, damit kann man glaube ich mal was versuchen. Das ist eine legendäre. Ja, dann wollen wir. Wie ist es denn? Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand 5/5. Oh. Jäger, Paladin, Krieger. Ja. Das ist Paladin vielleicht, ne? Wie soll ich diese Enttäuschung jetzt überspielen? Du kriegst nur eine, ey. Ja, ich habe noch auf eine andere gewartet, muss ich sagen. Von Hancho. Was hattest du denn für eine erwartet? Ich hätte ganz gerne entweder die Kampfschrei-Effekte zweimal auslöst. Ja. Oder das. Der ist auch bei. Oder das Entweder-Oder. Ne? Ja, okay. Gerade für so ein Jade-Deck. Mischt 3 Karten ins Deck oder ruft einen dabei, dass beides ausgelöst wird. Das ist natürlich eine Weltklasse-Karte. Die würden mir durchaus helfen. Die ist so semi, weiß ich jetzt nicht. Ach, guck mal, der Hosenhaler. Ja, verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand 5/5. Ja, gut. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Mach. Aber zur Not kann man die immer noch kaputt machen. Bringt zumindest Schlauch. Und wo war die? Rechts unten, ne? Rechts unten war die jetzt. Erste Karte bei mir, die ich gesehen habe, legendär, die nicht unten links war. Verursacht Schaden, der dem Angriff dieses Dieners entspricht. Macht Sinn, wenn du vorher so eine Kombi hast mit einer Karte, verleiht am Ende eures Zuges ein Karten auf eurer Hand. In die ja, aber das ist die Jäger, ne? Ich weiß nicht, ob es da so was gibt. Episch, mein Gott, das ist aber jetzt nicht verkehrt hier. Fügt eurem Helden links noch 5 Schaden zu, wenn ihr einen Diener herbeiruft. Was? Macht das Sinn? Aber dafür kostet er nur 3 Mana. Ja, ja, ja. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein, ne? Und es ist Hexenmeister, aber das ist... Nicht gut, Hexenmeister hat auch viele Karten mit Leben wiederherstellen, ne? Ja, aber trotzdem ist das doch dumm, oder? Ja, ein Diener halt, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss nicht drüber nachdenken. Ja, mach mal. Ja, auch nochmal. Ich muss gucken. Ja, das ist schon gut. Shuriken. 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 Fass Ebba. Ja, der Ulriken. Boah, ey, erst 14 Päckchen geöffnet in 14 Minuten. Das ist, unglaublich langsam, oder? Unglaublich langsam, ich glaube auch. Du willst ja schneller tun. Ja, mach mal, tu es schneller. Oh, das ist eine... Diese hat mir vielleicht eine, die ist in Ordnung. Ja, oh, die habe ich schon. Das ist gut, ja, das ist gut, ja, dass du jetzt zweimal machst. Ja, das kannst du, habe ich mir auch. Kann ich bei dem Paladin. Paladin. So, boah, ich muss auch unbedingt investieren. Jetzt machst du, weißt du, ich habe gerade meine Karten ausgepackt, jetzt packst du deine Karten aus. Und ja, aber immerhin in Gold, ne? Ja. Ist halt eine gewöhnliche, nee, ne? Wenn da so ein Kristall in der Nähe ist. Ich weiß nicht, welche Blau Farbe der selten, Lila ist episch, ich glaube Orange ist legendär. Ja. Und das war so glasmäßig, ja. So
Scheiße. Windzorn, Knatzfugmeister. Das hört sich irgendwie so nach Knick-Knack an, ne? Knick-Knack heißt er mit Windzorn, ja, also der kann zweimal. Was machen wir heute Abend? Ja, ein bisschen Knatzfug. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja oder nicht? Nee, du. Ja, schon. Ich muss Karten. Decks bauen. Erhält Ansturm, wenn die Hand eures Gegners leer ist. Boah, weißt du, das ist so eine Karte. Wann hat denn mal. Das ist bestimmt mal ganz geil in der einen oder anderen Situation, aber. Boah, ich nehme doch, ich schleppe doch nicht so eine Karte mit. In der Hoffnung, dass. Nee, komm, echt nicht. Dass er die Hand leert. Nee, das ist. Aber vielleicht gibt's ja. Ach nee. Kostet Leben statt. Das ist auch. Was bringt das? Ich meine, an sich eine ganz witzige Sache, ne? Aber was heißt Leben statt Mana? Die ganzen Murlocs sind eh kleine Viecher, die kosten eh nix. Ja. Da habe ich dann auch noch ein, zwei Mana für. Also, ich weiß ja nicht. Die paar Mana. Die paar Mana. So, guck mal. Ja. 12 Leben wiederherstellen. Priester. Das ist eine gute Sache. Ja. Kann man nicht leben. Ja. Boah, ist der schon mal Halbzeit. Nein, Stimme von der Stimme. Lass mal einen Bong machen. Ein Bong, Bong. Gib mir auch nochmal einen Bong, Bong. Ja, entdeckt einen Diener mit Sport. Haben wir schon. Er hält 2, wenn ein befreundeter Diener mindestens 5 Angriffe hat. Das ist eine gute Karte. Ja, läuft. Die kommt ins Deck. Die läuft. Die wieder. Okay, haben wir schon. Ja. Das war schon leider. Ja, aber die kleine Schlüssel. Dann kriegst du ordentlich Staub für viele Dinge. Das ist eine Karte, die ins Deck kommt. Passt. So, mehr will ich ja gar nicht. Nicht doof. Aber schleppst du sowas mit? Für so einen Verstohlenheitstypen, den du mit ein, zwei Mana am Anfang ausspielst, bringt dir das auch nichts. So, das ist. Nee. Jo, haben wir gerade schon gesehen. Haben wir schon. Ist im Deck. Boah, zum Beispiel eine blaue. Ne? Ja, eine blaue ist ja immer dabei. Jetzt gerade verlassen sie dich, ne? Fügt einem feindlichen Diener 5 Schaden zu, fügt eurem Feind 5 Schaden zu. Für 5 Mana. Naja. Kommt drauf an, ne? Ich meine, sowas ist halt gut, wenn der Gegner noch mega viel Sport, aber wenig Leben hat. Spielst du die aus, hat er 5 weniger. Das ist okay. Ja, aber wenn sonst... du wenig Leben hast, dass deine letzte Karte ist. Das passiert ja. Kannst du deine einzige Karte überhaupt haben, das im Spiel? Ja. Wenn du dich damit selbst aus dem Leben nimmst. Verdammt, verstohlen in Diener 2-2. Aber ich muss ja sagen, die 2er-Mana-Karte mit 7 Leben und Sport ist ja gar nicht mal verkehrt, um erstmal einen Riegel reinzulegen. Ne? Das ist voll schießend. So. Haben wir schon? So, jetzt gleich haben wir Halbzeit, ne? Ja. Vielleicht machen wir bei der Halbzeit mal eine kleine Unterbrechung. Und den Rest dann nicht. Musst du groß? Ich muss mal ganz schnell groß. Okay. Na gut. Dann mache ich noch eben dieses. Formschönen Kasse. Knatzfu. Wir machen eine kleine Unterbrechung und widmen uns kurz dem Knatzfu. komm nochmal. Oh, schade. Stell 2 Leben. Der Knatzfu. So, und dreimal Knatzfu. Na warte, komm, noch eine habe ich im Bingo, ne? Ja. Nee, ist leider blau. Dreimal Knatzfu. Devolution wieder. Ja, okay. Damit haben wir jetzt die Hälfte von Florians neuen Packungen, von Florians neuem Investment ausgepackt. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn wir die nächsten 20 auspacken. So ist das. Machen wir. Ade, tschüss. Ciao, ciao.